Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren Zweitagesbotschaften für heute und für morgen. Das Video ist zeitunabhängig, dann wann du schaust, dann wird es genau richtig sein, dass du hingeführt wurdest und dann wird es dir auch mit Sicherheit Botschaften geben dürfen, können, sollen, wie auch immer. Wir ziehen drei Karten aus dem Lennemore-Kartendeck für unsere Hauptüberschriften, dann ein Krafttier-Orakel natürlich. Nimm das Krafttier-Orakel auch mit als Begleiter für die ganze Woche, auch als Unterstützer mit dem Schlagwort, aber auch natürlich das Tier an sich, weil dann könnt ihr euch immer auch so Brücken bauen, ne, zu euren Themen auch. Und ergänzend nehmen wir natürlich auch noch hier eine Energiekarte, die alles nochmal ergänzt, abrundet oder ja, mit Informationen nochmal füllt, ne? Also manchmal ist es ja auch nochmal was Ausschlaggebendes, was wir diesbezüglich auch nochmal mitbekommen sollen, ne? Und auch dürfen. Wir sollen es ja dankend auch annehmen. Okay, dann würde ich sagen, wir starten hier. Ich freue mich sehr natürlich über den Daumen hoch. Kostet Abo, tut nicht weh. Supportet mich, unterstützt mich mega. Vielen lieben Dank dafür. So, jetzt unterstütze ich aber uns hier mit den Karten und deswegen ist das alles ein Energiefluss, ein Geben und Nehmen. Und deswegen ziehen wir jetzt die drei Karten, die Botschaften hier für unsere zwei Tage jetzt. So, da haben wir einmal die Schlange, da haben wir die Ruten und die Sterne. Ja, Komplikationen, Umwege etc., die dürfen jetzt endlich rausgehen. Die Schlange zeigt schon raus. Es werden Gespräche nochmal geführt, definitiv. Über diese Themen, vielleicht ist irgendwas nicht gut gelaufen, nicht geradlinig, nicht genau, wie ihr euch das erhofft habt oder ihr habt so viel Einsatz gebracht für etwas, aber es ist trotzdem, hat es nicht gefruchtet, ne? Und jetzt ist nochmal ein Anlauf da. Das ist für mich jetzt ganz wichtig, das Signal steht für euch ein, ganz, ganz, ganz ultra wichtig, denn wenn ihr darüber sprecht, wenn ihr das nochmal auf den Tisch bringt, wenn ihr Grenzen setzt, wenn ihr nochmal wirklich sagt, das war nicht gut, das hat mir nicht gefallen, das passte nicht und, ne? Wenn ihr für euch einsteht, dann habt ihr hier als Belohnung die Wunscherfüllung, die Klarheitskarte, die Sternenkarte, die Belohnungskarte sozusagen, ne? Und dann kann alles raus. Genauso auch, wenn man wirklich allgemein Themen hat, kann natürlich die Schlange, kann auch klassisch mit einer Vater-Mutter-Person zu tun haben, Erzieher-Person. Jemand aus der Familie, ne? Oder halt allgemeine Frau, kann auch eine Chefin sein, ne? Kann auch ein Chef sein. Im Kollektivorakel ist die Schlange genau wie der Bär, kann man jetzt nicht definieren für ein bestimmtes Geschlecht. Ne? Sollen wir heutzutage sowieso nicht, aber ich sag mal als Hinweis ist es schon wichtig, wenn man das dann die Richtung weiß. Das müssten wir dann individuell für euch schauen, ne? Wenn es euch so betrifft. Auf jeden Fall kann es auch dahingehend Gespräche ernsthaft geführt werden, um weiterzukommen halt auch, ne? Und mit der Wunscherfüllung könnt ihr auf jeden Fall sicher sein, dass das in die richtige Richtung geht. Vor allen Dingen auch dieses Gespräch bringt auch nochmal mehr Klarheit. Die Sternkarte ist auch die Spiritualitätskarte. Das heißt, es sind auch feinfühlige, empathische Gespräche, die da anstehen können. Auch wenn sie ans Eingemachte geht. Aber seht das immer so, dass ihr, ne, ich sage es immer wieder, weil es gerade wirklich absolut präsent in meinem Kopf auch ist, in meinen Gedanken steht für euch ein. Ne? Kämpft für euch, kämpft für eure Wünsche, kämpft für eure Träume, für eure Ziele, Vorsätze etc. Das ist so, so wichtig. Und dann kann es auch anders laufen. Ne? Wenn immer alles bis dato nicht gut gelaufen ist, dann fragt euch, warum ist das so? Ne? Und sagt, setzt dem auch eine Grenze, dass das jetzt aufhören muss. Ne? Und nicht wieder denken, oh ja, wenn ich das jetzt mache, jenes mache, das passt sowieso nicht, das wird sowieso nichts, das geht nicht, weil ich kann das auch nicht und. Nein, seid da optimistisch und positiv. Das ist ganz wichtig, weil die Wunscherfüllung wartet hier, wenn ihr auch für euch einsteht. Wenn ihr, wie ich auch mal so schön sagt, macht und tut. Nicht nur nach oben guckt und abwartet, sondern macht und tut. So, jetzt ziehen wir ein Krafttier da ergänzend dazu. So, ich nehme uns heute das zweite hier von vorne. Was immer das für ein Krafttier auch ist, ich weiß es ja auch nicht. Wir sehen es gleich zusammen. Und dann noch eine Energiekarte. Die nehme ich mal die zweite jetzt von hinten, okay? Brauche ich gar nicht rauszunehmen, dann nehmen wir nämlich genau diese hier. So habe ich, glaube ich, auch noch nie gewählt, aber es kam mir gerade so. Dann mache ich es natürlich, ne? Wir sind doch flexibel, obwohl ich es ja eigentlich nicht bin, von meiner Präferenz her. Aber man lernt ja nicht aus. Okay, was haben wir für ein Krafttier hier? Respekt, das Krokodil.
okay, es ist sowieso ein respektvolles Tier, ne? Wo wir ein bisschen achtsam sein dürfen, können, müssen, wie auch immer. Die 40 kann ich jetzt nicht ins Lennemore ummodeln, macht ja auch nichts. Wir müssen ja nicht alles immer übertragen ins Lenny. Aber ich mache es immer gerne, weil umso mehr Botschaften, Hinweise, Informationen bekommen wir. Respekt. Und das finde ich total schön, wenn wir natürlich Respekt davor haben, wenn wir mal endlich auf den Tisch schauen, wenn wir für uns einstehen. Ne? Und über diesen Respekt sollten wir auch immer vor uns selbst haben. Ne? Und man sollte auch immer diese Grenzen auch kennen, dass wir genauso respektiert werden sollen, dürfen, können von einem Gegenüber. Wir wollen genauso respektvoll behandelt werden, wie wir auch behandeln. Das ist auch so, so wichtig, ne? Auch als Führungskraft oder allgemein als Mensch. Ne? In allen Situationen, wenn wir nicht vorleben, was wir uns wünschen oder erwarten von anderen, erwarten ist immer so ein grenzwertiges Wort, ne? Wie soll das denn dann funktionieren, wenn ich das selber nicht leiste? Na, ich sage es immer wieder in meinen Führungskräftetrainings, wenn ich als Führungskraft nicht Vorbild bin in Pünktlichkeit, in Sachen erledigen und, wie darf ich das von meinen Mitarbeitern erwarten, wenn ich selber so schlönzi bin oder wie auch immer? Das geht nicht, funktioniert nicht. Also, Respekt mit euch selber, Respekt aber auch mit anderen Personen, Respekt hier auch im Umgang mit diesem Tacheles-Gespräch, mit der Person oder endlich, dass ihr die Komplikationen, Umwege etc. jetzt mittlerweile satt habt, dass ihr nochmal nachschaut, was ist das in euch, ne, was haftet an euch, von welchen Erfahrungen her, was euch nicht weiterbringt, denn die Wunscherfüllung wartet hier. Und Respekt heißt auch nochmal für mich dieses Machen, Tun, was ich vorhin auch sagte. Nicht nach oben schauen, abwarten und einfach nur hoffen. Ne? Wir dürfen immer optimistisch sein, wir dürfen immer hoffen und daran glauben, definitiv, das unterstützt ungemein. Aber alles, was wir selber zu einer Situation beitragen können, sollen wir machen. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dann bekomme ich auch diese Stärke. Und dann bekomme ich im Außen auch Respekt, Anerkennung. Das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, Respekt, Anerkennung von Menschen im Außen, von Familie, von Freunden, von Partner, Partnerinnen, aber natürlich auch von Chef und Chefin, ne? Es ist alles so wichtig, ne? Und dieses Respekt, dieses Wort, lasst das mal bitte auch im Nachgang nochmal auf eurer Zunge zergehen, in Anführungsstrichen, sondern denkt drüber nach, wo wir respektvoll mit uns sind, mit anderen, in Situationen, was dürfen wir da noch verändern, ne? Weil die Wunscherfüllung ist die Belohnung hier, definitiv, definitiv. So, wir schauen uns aber jetzt mal die Energiekarte dazu an, da haben wir den Wachstum, wow. Wachstum. Ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern. Und das ist auch nochmal gepaart mit dem Respekt und Wachstum alleine, mit der Sternenkarte, mit der Klarheitskarte, Spiritualitätskarte, Wunscherfüllungskarte. Ich stehe mit mich ein, ich setze Grenzen, ich will das nicht mehr. Komplikationen etc., Umwege lasse ich hinter mir. Ich gehe respektvoll meinen Weg, ich schätze alles, ich wertschätze alles. Und ich sage bewusst alles, auch das nicht so Gute. Sollte man auch mal ein bisschen wertschätzen, weil wir wissen, sonst wären wir niemals dahingestoßen worden, wenn wir das nicht erfahren hätten müssen, wie auch immer. Natürlich gibt es viele Sachen, wo wir sagen, das hätten wir gar nicht gebraucht, ne? Diese Erfahrung brauchen wir nicht. Doch, die waren in unserem Lebensbuch geschrieben und die sollten wir, ja, ich sag mal, erfahren und ich sag jetzt mal ganz bewusst erfahren dürfen, aufgrund, weil es etwas anderes dadurch vielleicht weggenommen hat, vielleicht wer uns sonst, ich sage immer, schlimmer geht immer. Und vielleicht sollte uns was anderes genommen werden, was noch viel, viel schlimmer oder beeinträchtigender gewesen wäre für unser Leben, für die Situation etc. Ne? Das darf man niemals vergessen. Und deswegen, wenn Komplikationen jetzt rausgehen, ich Wachstum spüren kann, mit der Wunscherfüllung eine Klarheit reinbekomme, wenn ich mich auch hier äußere, respektvoller Umgang miteinander, mit mir, aber auch im Außen, dranbleibe, mache und tue alles dafür, dann habe ich auch Wachstum als Belohnung, dann bekomme ich auch den Wachstum, dann werde ich auch diese, ja, ich sag mal, ich möchte mein Bewusstsein und meine Wahrnehmung erweitern, ist für mich auch nochmal eine Belohnung, dass ich gewisse Dinge anders vielleicht sehe, bewusster sehe, hier draus den Konsens ziehe, dass das möchte ich nicht mehr. Aber diese ganzen kleinen Steps, die mich dahin gebracht haben, die haben mich stärker gemacht. Die haben mein Leben trotzdem bereichert, weil ich bin vielleicht anders geworden. Ich kann mich vielleicht doch mehr behaupten. Vielleicht bin ich aber auch so, dass ich gerade eine Situation bin, dass ich mich reflektiere und sage, ja, die haben mich klein gemacht, diese Situation. Deswegen mache ich nie den Mund auf. Ja,
Jetzt respektvoll mit dir umgehen. Jetzt erst recht den Mund aufmachen. Wunscherfüllung leben. Klare Grenzen setzen. Dann machst du es genau umgedreht. Dann ist das ein Signal bis hier und nicht weiter. Und das darfst du jetzt im Außen hier kommunizieren. Und das ganz mit Ernsthaftigkeit. Und dann hast du Wachstum für dich, auch für dich, dein Bewusstseinswachstum auch, ne? Dass du deine Wahrnehmung erweiterst, dass du dich mehr schätzt, respektierst, wie wir das mit dem Krokodil haben. Auch ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Na gut, ich wünsche euch auf jeden Fall zauberhafte 2 Tage. Denkt auch dran, dass ihr private Buchungen bei mir auch buchen könnt. Fragt mich gerne an. E-Mail-Adresse ist hier unterm Video. Und dann hoffentlich hören wir uns bald mal persönlich auch. Ansonsten hier wieder beim nächsten Orakel. Bis dann. Tschüss.